ich nenne das einfach mal das Haus des Grauens, ne? So kann man das doch nennen, ne? Das ist eine richtige Gruselbude, oder? Es ist eine richtige Gruselbude. Also hier hat wirklich ein Messi gewohnt. In dieser Bude hat ein Messi gewohnt. Das geht gar nicht anders. Hier hat ein Messi gewohnt. Ich bin in einer völlig dunklen Hütte. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ich wollte hier eigentlich gar nicht reingehen. Aber das ist echt eine Bude. Hier muss wohl eine Sammlerin gewohnt haben, habe ich gehört, die allen mögliches Zeug gesammelt hat. Guckt euch das hier an. Die Lady ist verstorben. Die hat alles gesammelt. Hunderte Paar Schuhe hat die gesammelt. Und die ganze Hütte ist total dunkel. Also ohne Licht. Ohne Licht, sage ich euch ganz ehrlich, findet man sich in diesem dunklen Gemäuer nicht mehr zurecht. Das ganze Zimmer ist voll mit den ganzen Klamotten. Alles hat sie hier gehortet in diesem Zimmer. Mit der orangefarbenen Tapete. Säcke sind voll mit Textilien. Das ganze Bett ist voll mit Textilien. Und die alte Dame, die hier gewohnt hat, ist verschwunden. Sie ist verschwunden. Mitten in der Nacht ist diese Dame verschwunden und hat dieses Haus nie wieder betreten. Das einzige Fenster, was auf ist, ist dieses. Der Rest ist alles schummrig und dunkel. Auch hier ein weiteres Schlafzimmer. Auch hier gesammelte Kleiderbügel. Alles voll mit Schuhen. Die ganzen Schränke sind voll mit Klamotten. Alles steht hier rum. Guckt euch das an. Unnormal ist das. Haarspraydosen im Mass auf dem Schrank. Der alte Kronleuchter ist eingewebt. Die schummrigen Gardinen, schaut euch das an. Das Rollo ist heruntergezogen. Erdrückend ist das. Erdrückend. Alte Plastikpackungen vom Knabbergebäck. Die hat wirklich alles gesammelt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist schon wie ein Messi, ne? Meine Güte. Was ist das eine Gruselbude? Was ist das eine Gruselbude? Leute, es ist einfach unfassbar. Auch hier. Die ganze Hütte ist voll mit irgendwelchen Textilien. Alles fliegt hier rum. Schlafzimmer. Das ist echt Wahnsinn. Eine alte Kämmeltapete prangt an der Wand. Unfassbar. Wer ist abends zu dieser Tür hineingegangen und hat sich in dieses Bett gelegt mit dem Zimmer, mit der Kämmeltapete? Wer war das? Wer war das? Boah, Leute, ich gehe diese Treppe hinunter. Schaut euch das mal an, wie schummrig hier das aussieht. Wahnsinn, ne? Was hier alles herumliegt. Kaum zu glauben ist das, was in dieser Bude alles herumliegt. Also hier möchte ich nicht in der Nacht alleine sein. Guckt euch das mal an, alles voll mit alten Gläsern, mit alten Tabakdosen. Die ganze Hütte ist voll, die ganze Bude ist voll. Selbst das Badezimmer, guckt euch das mal an, die ganze Mundspülung im Waschbecken. Bah, das sieht ja aus wie beim Kannibalen von Rothenburg. Meine Güte, was eine Wanne, guckt euch mal die Wanne an. Alles voll mit alten Zahnbürsten, guckt euch das an. Alles voll mit alter Mundspülung. Unglaublich, die alten Rasierklingen. Meine Güte, wie ekelhaft ist das alles. Und hier die verlauste Bürste. Hier hängt noch eine richtig verlauste Bürste. Mit alten Haaren. Leute, das ist eine richtige Messibude. Guckt euch das an. Alles voll mit Müll. Alles voll mit alten Ketchupflaschen. Meine Güte, die hat wirklich alles gesammelt. Die hat nichts weggeschmissen. Die hat einfach alles gesammelt. Hunderte von Tabakdosen. Meine Güte. Boah, das muss ja echt ein Kettenraucher gewesen sein, ne? Meine Güte, was eine Bude. Unfassbar. Wie viele Zigaretten hat der geraucht oder diejenige geraucht in diesem Haus? Der ganze Raum hier ist auch wirklich total dunkel und verrußt. Als wenn hier in diesem Raum wirklich nur, ja, wirklich nur geraucht worden ist. Alte Joghurtbecher. Der Bewohner oder die Bewohnerin konnte sich von nichts trennen. Sie konnte sich einfach von nichts trennen. Alles wurde gesammelt. Alles wurde bis an das Lebensende, bis an das Ende des Lebens gehortet. Es war kein Platz mehr. Es war kein Platz mehr für normale Dinge.
Die ganze Bude ist voll. Leute, schaut euch das an, wie das hier aussieht. Alles leere Packungen liegen hier. Alles ist voll. Leere Frischkäsedosen und voll alles mit Zigaretten. Der oder diejenige, die haben gerne Frischkäse gegessen. Frischkäse aus der Dose, Tomatenketchup aus der Flasche und Knabbergebäck. Ich denke mal, dass die Dame oder der Herr das Knabbergebäck in den Frischkäse getunkt haben. Sie haben das in den Frischkäse getunkt, haben das gegessen und dabei haben sie die Zigarette im Mund gehabt. Was das eine Hütte ist. Es ist einfach unfassbar, was das eine Bude ist. Es ist einfach unglaublich, dass man so leben kann. Also ich könnte niemals so leben in so einer Bude. Da ist ja wirklich alles voll mit Unrat. Alles voll mit Unrat. Also die oder derjenige, die haben alles gesammelt. Ich war jetzt noch mal drin, ich habe jetzt noch mal einen Schnelldurchgang gemacht. Wir gucken jetzt noch mal in die Scheune, was wir da finden. Ja. Das war's dann mit dem Video. Vorhin, müsst ihr euch vorstellen, vorhin hier hinter dem Gebüsch und hier hinter dem Haus hat mich jemand im Gebüsch beobachtet. Ich weiß nicht, wer das war, aber es war auf jeden Fall spooky. Aber derjenige ist wohl jetzt weg. Hier hat er die ganze Zeit gestanden und hat mich beobachtet. Seltsam, ne? Aber wir sind hier natürlich mal wieder mitten auf dem Dorf. Wie den ganzen Tag eigentlich. Man muss echt aufpassen. Aber der ist jetzt verschwunden. Keine Ahnung, wer das war. Der stand vorhin auf dem Feld und jetzt ist er weg. Gut, jetzt fahren wir weiter. Ja, hier gab es noch eine Garage. Die ist verschlossen, aber in der nächsten Garage steht noch ein Auto. Und hier steht noch ein alter Passat Kombi. Also der Besitzer, das war auch so ein Modell aus den 80ern, der Besitzer hat einen Passat gefahren. Der steht hier wahrscheinlich Jahrzehnte. Und dann hat man diese kleinen Handtraktoren noch, die stehen hier überall rum. Also hier steht einer, da hinten haben wir noch einen. Also im Endeffekt, in der Scheune habe ich auch noch einen gesehen. Da hat man dann auch so einen kleinen Pflug teilweise mitgezogen. Oder man konnte damit auch den Rasen mähen. Ich denke mal, die Dinger werden noch in Ordnung sein. Also wenn man die schön wieder fit macht, werden die wahrscheinlich noch laufen. Und das Auto wird wahrscheinlich auch noch funktionieren, weil das hat ja auch die ganze Zeit trocken gestanden. Natürlich muss das, werden wahrscheinlich die Sitze ausgetauscht werden müssen und so, aber ich glaube, Rost sehe ich hier jetzt gar nicht so groß. Das könnte man auch wieder fit bekommen, ne? Wenn das ein Liebhaber findet. Hier auch wieder so ein, also der hat unheimlich viele von diesen Dingern hier stehen, von diesen Handtraktoren, ne? Also 5 Stück habe ich jetzt bisher hier gesehen, die hier alle rumstehen. Ja Leute, mal heute aus der Garage. Wenn euch, wie gesagt, das Video gefallen hat, dann könnt ihr mich wie immer hier oben, ist der runde Kreis, einmal draufklicken, könnt ihr mich abonnieren. Auf der anderen Seite kommt das nächste Video und ich guck mal, ob ich jetzt mit dem Auto hier weiterfahre oder ob wir zur nächsten Location mit unserem anderen Auto weiterfahren.